So, da sind wir mit Power Matelier, Papas Lütje. Das ist immer ganz praktisch, weil das kannst du Instrument dann an die Revision gehen und du musst nicht mehr erst im Haus an nicht nur neue Seiten aufgezogen und ja, funktioniert alles. Da sind wir schon aufgewusst, die Zeit, wo Diana Conner an den Krieg gegangen sind, war schon Matelier und schon ein bisschen Matelier auf den Schmengen. Da gehört mir das ganze Fleisch ein bisschen an den Weg gelöscht. Und da haben wir immer Mobile, den haben Demos schon hier. Und ja, viel, viel schöne Erinnerungen hier im Atelier. Ja, ist schon angefangen mit klassischer Geil. Hier ist mein Geil. Und schon eben heute zu Peting Geil in der Musikschule gelehrt. Bis, ja, bis zur Premiere, bis 18-19. Und dann kommen wir von der Switch, weil ich nicht mehr richtig Lust hat, ob die klassische Ausbildung, die klassische Musik, wie das funktioniert. Und da haben wir ein Projekt angefangen, weil ich über YouTube auf die elektrische Geige gekommen sind. Wir haben ein Projekt angefangen mit einer elektrischen Geige, die wir selber gebaut haben, wo ich ein bisschen so im Internet Sachen gefunden habe und dann ein kleines Design gemacht. Und dann haben wir das probiert umzusetzen, die müssen wir inzwischen allein. Das war von so den Anfang von der ganzen Geschichte, die haben wir zusammen gebaut, also einen Entwurf gebaut und schon ein bisschen gespielt, bis schon eben auf das Toteninstrument geswitcht sind. Ich fand, weil das, ja, letztlich dann besser ergibt hat. Aber so, das war von den Anfang von meiner kleinen Karriere. Die erste, die ich allein gespielt habe, war natürlich ganz extra für mich, weil ich war ziemlich, ziemlich aufgeregt. Das war ganz spontan am Anfang, dass ich angesprungen bin eigentlich. Und ich hatte immer, wo ich noch klassisch geil gespielt habe, hatte ich immer richtig Angst für Leute zu spielen. Aber das hat sich aber irgendwie anders entwickelt im Laufe der Zeit. Und auch wenn ich allein gespielt habe, ich hatte nämlich mehr Spaß und ich bin schon aufgeregt, aber positiv. Und im Sinne, dass ich mich darauf freue und dass ich in meinem Element bin. Und was mir an meinem persönlichen Schaffen am Anfang immens wichtig ist, dass ich das volle Potenzial von der elektrischen Geige am Anfang ausschöpfe, sozusagen. Das heißt, dass nicht nur eine Geige, die hart geht, mir die Konsumentsfilme mit Effekten schaffen und das probieren, schon in meiner Musik umzusetzen. Und ich kann euch das mal weisen. Kann ich zum Beispiel mit viel Delay schaffen, wie hier. Und so kann man immens viel machen. Und wenn ich zum Beispiel ein Lied schreibe, dann fängt ich meistens zum Beispiel mit einem Beat an. Das könnte dann zum Beispiel das heute sein. Und weil ich selber kein Piano kann spielen, schaffe ich mit Ableton Push.
Das heißt, wie gesagt, ich kann kein Piano spielen und dann über die iPads lässt sich das einfach ganz einfach machen, auch als Laien. In dem Prinzip manchen eben meine Lieder. Und ja, so geht ganz viel Zeit drauf, einfach mal experimentieren, auch mit Wurschteln, auch mit Sounds knivlen. Und ja. Das heißt, die geilen Sounds kann dann einfach auf ein ganz extremes Niveau holen, kann schon einfach weisen, wenn ich wirklich zum Beispiel Synthesizer draus möchte. Für Tote. Und dann muss ich eben noch ein bisschen immer von Konzert zu Konzert vorbereiten, gucken, was spielt, wie lange du spielst, auf welcher Platz du spielst. Ich habe das hier zum Beispiel zu B vor dem Schloss gespielt, wenn man einen alten Turm und dann habe ich geguckt, dass ich so manchmal nicht dabei bin, weil doch mein Umbau relativ schnell musste gehen, weil man keinen richtigen Soundcheck für drin hatte. Ich habe zum Beispiel Sonden, wo ich an einem Bus muss spielen, der fährt, der Tisch, der versucht dann. Hast du dir dafür noch für Gedanken muss, wie ist die Platz, wo du spielst, was kommt auf der Stuhl, was spielst du, was das Material, was der Platz ist. Und für mich ist es eben noch, ich meine, der professionellste Genre, eben, das ich probiere, davon zu leben. Und das ist eben etwas, was für mich immer wichtig ist, dass das Material funktioniert, wenn es über die Spiele geht. Und das von der aus alles immer tiptop in der Reihe ist. Am Anfang ist es egal, ob du 5 Leute stehen oder 38 oder ob der ganze Saal ist, der voll ist. Das ist wichtig für mich, dass die Leute nur lernen. Da soll man die flotte Erfahrung, wo wirklich Leute dabei sind, auch wenn sie dann zumachen, haben sie sogar ein bisschen fortdrehen an den Gedanken. Das ist wirklich, wirklich schön auch zu sehen, weil das kriegst du matt von. Also du merkst schon, dass du auf der Bühne stehst, ob die Leute nur lernen oder ob sie zu stehen, zu stehen. Und, dafür ist es immens schön, wenn du das Feedback kriegst vom Publikum. Und das hat mich immer motiviert, egal ob das nur bei einem Vernissage ist oder beim richtigen Konzert. Und was mir auch immens gut gefällt, das ist ein Projekt, wo verschiedene Künste so mal kombiniert gehen. Zum Beispiel, wenn ich mit Video kann schaffen, die live gemacht hat. Oder wie gesagt, auf Vernissage, wo dann Leute rundherum gehen und Bilder gucken. Und einfach andere Künste involviert sind, wo dann zum Beispiel dann beschäftigen und du kannst dann etwas rundherum machen. Was dann beim Ohr geht, das fand ich immer immens flott, weil das meiner Meinung nach immens gut funktioniert. Doch. Weil ich auch nicht unbedingt die Bühne-Performance habe, wo die Leute permanent gucken bei einer Feiershow oder so. Mehr gerne etwas machen, wo ein bisschen im Hintergrund ist, wo einfach gut mit einem anderen Element zusammen funktioniert. Also ich fand das immens flott, dass wenn es was zu geben ist, dein Hobby zu einem Beruf kannst umwandeln, dass du anfängst zu funktionieren, das ist auf einmal ganz flott auch an deiner Motivation all das. Du musst nicht im Büro quälen, wo du denkst, du musst das just, weil du musst schaffen, wo du mit den Häusern viel schaffst, wo du all das herum erinnert, dass du wetterst, das musst und du musst es gerne und das ist immer ganz flott.